Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept aus Hähnchenbrust und Gemüse, das super schnell und gar nicht mit viel Aufwand gemacht wird. Denn es wird im Backofen gegart. Und kommen wir auch gleich zu der Zubereitung. Als erstes stellen wir den Herd auf 180 Grad. Nehmen nun eine Auflaufform und geben dort unsere Hähnchenbrust hinein. Bestreuen es mit Pfeffer und Salz und reiben es anschließend mit Senf von allen Seiten ein. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir stellen die Hähnchenbrust zur Seite und begeben uns an die Soße. Dazu geben wir in einer Pfanne Öl, braten darin Zwiebeln an, bis sie an Farbe bekommen haben. Geben dann die Champignons hinzu und lassen es kochen, bis die Champignons ebenso etwas an Farbe bekommen haben. Geben dann Paprikastreifen hinzu. Hier habe ich gelbe und rote Paprika verwendet. Hebe alles unter und gebe Gurkenwasser sowie eingelegte Gurken hinzu. Dies vermischen wir nochmal gut miteinander und geben dann Gemüsebrühe hinzu sowie Schmand. Tomatenmark und Cayennepfeffer. Wer kein Cayennepfeffer mag, kann diese auch gegen Paprikapulver ersetzen. Rühre noch einmal alles vorsichtig durch und lassen dies bei mittlerer Hitze 20 Minuten köcheln. Hierbei bitte beachten, dass der Topf nicht bedeckt werden muss mit einem Deckel. Nach den 20 Minuten geben wir es vom Herd und geben es auf unsere Hähnchenbrust, die wir vorher schon mit Senf, Salz und Pfeffer gewürzt haben. Und schieben das Ganze nun bei 180 Grad für 20 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Ein leckeres Rezept, was mit wenig Aufwand zubereitet werden kann. Das Hähnchen nimmt wunderbar den Geschmack der Soße auf und kann mit Reis serviert werden. Probiert es aus! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls ja. Und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bis bald, eure Jasmira.